Ist das amtlich? Es ist amtlich, ja. Ja, es ist amtlich. Aber es ist da auch schlimm. Millions. Allez, 8 euros le poulet fermier, des cocos. La photo. Das filmen wir mal. Was sagt Ihnen das hier? Gar nichts. Er schmeckt gräuslich. Ach, geht das. Wie bei dir schaust, sitzt man da. Bis du es kriegst, ist man Wein. Ja. Des proportions jusqu'alors inégalées, des matériaux d'une richesse exceptionnelle. Thank you.
Happy Birthday, lieber Lothar, Happy Birthday to you. Danke, danke vielmals. Aber den, wo ich... So, jetzt gerade auf der linken Seite sehen Sie eine Statue. Und diese Statue hier links zeigt einen ganz wichtigen Mann. Hier in Chalon-sur-Saône. Der Erfinder, habe ich mich eigentlich vorgestellt? Ja. Die Statue hier links. Der Erfinder der Fotografie. Und der ist hier in der Stadt geboren worden, 1765. Ja, insbesondere Laps, das nächste Wort, der Vorname, der kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie der Bringer des Sieges. Wenn er sich selbst überlegt und dann vor allen Dingen Mann auch. Sie sehen, rechts ist Osten, links ist Westen, vorne ist der Norden. Die besten Lagen haben Sie mal links an den Hängen, runter zur Sonnebene in Ost-Süd-Ostlagen. Diese Weitblicke, die allererste Morgensonne die Hochkultur erleben. Und da die Hänge relativ flach sind, dann auch bis später am Nachmittag und abends Sonne, nicht durch die Wolke reden, viel Sonne. Und jetzt haben wir ein ganz schönes Dorf, da bekannt hier vorne. Romanet, das ist der Name von dem Dorf hier. Sehen Sie ein Schloss, das kann man ein bisschen sehen, das Schloss von Chambertin. Das ist da vorne sieht man schon weiter vorne links und zwei turmähnliche Gebäudeteile. Dann hinterm Dorf, zwischen Dorf und Hamm. Und das ist das Schloss von Chambertin, das ist auch so. Geht bis ins 10. Jahrhundert zurück, das ist auch ein Weingut. Das wurde vor 2 Jahren verkauft.
Bundesstraße, die zeigte den Sonnenkrieg in diesem Raum der nicht-römischen Zeit. Sie wurde während der französischen Revolution von einem Siedler verarbeitet. Die Gänse, der den Wunsch wurde auch, dass man die Städte mit und die Gänse aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Was meinst du das denn auch da? Ein Wahnsinn. Bitte? Ja, 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 eine Mistkippe. Panellierte Säulen, typisch für die Renaissance hier in der Stadt. Die Blätter, das sind korinthische, mit Schnecken, das sind ionische, das sind klassische Säulen aus dem alten Griechenland. Ja, diese kleine Dreieckige, da haben wir die Eule abgebildet, die Eule, das ist das Symbol für der Stadt. Der hier oben, der hat Zange. Und der streckt uns die Zunge raus. Und dann haben wir noch ein linken Hand die Herzensseite, nur dann kommt sie los. There they are. It wasn't a good
Wenn ich keine Frankfurter dabei habe, nützt mir das nichts. Oder Debreziner, hä? Debreziner. Ich bleib jetzt da, ja, ja. Nein, nein, du bleibst beim... Ja, ja. Hallo. Melo, Melo. Da ist er ja. Da ist er ja. So, du kriegst... And Babo, and of course, we have our. We wish you a wonderful afternoon here on this Sunday. Philibert vermachte. Die Reliquien der beiden Heiligen lockten zahlreiche Pilger an, die zur Entwicklung von Tonys beitrugen. Gegen wen gehst du schwimmen? Gegen wen gehst du schwimmen? Mach du es denn mit und dann stehst du schon wieder an. Jetzt sitz sie her. Kommst du nicht? Kommst du nicht lang mit? Der Polak war überall. So groß ist das gar nicht. Ja, mit dir vor. Ja, gut, das ist der Raum. Yes.
Zungenbeißt man sich an. Hat die Augen voll in der Masse, so ein Vogel, der kostet.